Nee, 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 sei nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats bis in Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf dein Zimmer musst und dich packt der Frust, dann sing ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Das hat bestimmt wehgetan. Das glaube ich auch, Tornado. Geschieht ihm recht, wenn er darauf steigt. Also denkt dran, Leute. Bald läuft die letzte Sendung. Ihr habt nur noch 2 Tage, um eure witzigen Katastrophen einzusenden. Und wenn ich sie zeige, winken euch 200 Euro. Tja, wie sagt man so schön? Schadenfreude ist die schönste Freude. 200 Euro? Wow! Was ich mit 200 Euro alles machen könnte. Schon. Häng ihn ab! Häng ihn ab! Dürfte ich unser eigenes Ketchup dazu empfehlen? Der Cityflitzer! Das coolste Rad auf unserem Planeten! Vielleicht kaufe ich mir auch einen neuen Bruder. Mama hat gesagt, ich darf jetzt Fernsehen. Ich muss jetzt Hippo das lustige Flusspferd sehen. Du kriegst die Fernbedienung unter einer Bedingung, Zwerg. Du leihst mir deine Videokamera. Wozu? Ich will ein Videotagebuch machen. Wozu? Als Geschenk von Mama und Papa. Jetzt komm schon. Hippo das lustige Flusspferd wartet. Na gut, du kannst sie dir ausborgen. Aber ja nicht kaputt machen. Heute in einer Woche bin ich um 200 Euro reicher. Echt super. Was ist so lustig, Dumpfbacke? Ich werde 200 Euro gewinnen. Bei Lach, bis es weh tut. Das ist lustig, Schnüfflerin. Wirklich? Was hast du gemacht? Bist du über dein Gehirn gestolpert? Zum Kaputtlachen. Zeig mal her. Nein! Schau, was du gemacht hast. Du hast es gelöscht. Das hast du mit Absicht gemacht. Stimmt gar nicht. Bescheuerte, hirnlose, blöde Kuh. Jetzt muss ich wieder von vorn anfangen. Das war ja nicht gerade nett. Niemand nennt mich eine bescheuerte, hirnlose, blöde Kuh und kommt ungeschoren davon. Komm schon, Mama. Lass mich ja nicht hängen. Räum deine Spielsachen weg, Henry. Sonst tut sich noch jemand weh. Woher hat sie gewusst, dass ich hier bin? Ja. Hast du alles bekommen, Schatz? Nein! Keine witzigen Katastrophen, keine 200 Euro und nicht mehr viel Zeit. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich brauche ein leichtes Opfer. Okay, Peter. Wieso kann ich nicht auf meiner Hüpfburg rumhüpfen? Weil das nicht so witzig aussieht. Ich meine gut. Mama und Papa freuen sich, wenn sie dich im Garten spielen sehen. Und Action. Ich hab's geschafft! Das war aber anders geplant. Der Knoten hätte aufgehen müssen.
Mama und Papa werden ganz stolz sein, dass ihr kleiner Engel Fahrradfahren gelernt hat. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schon kann, Henry. Na klar. Na los, Zwerg. Denk dran, wie stolz Mama und Papa dann auf dich sind. Und Action. Komm schon, Peter. Tritt in die Pedale. Schneller. Wow. 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 Genau so was brauche ich. Wow. Wow. Oh, oh, tut mir leid, Blümchen. Oh, tut mir leid, Mama. Die 200 Euro gehören mir. Peter, du musst bremsen. Benutz deine Bremsen. Was für Bremsen denn? Henry, geht es dir gut? Oh, sehe ich etwa so aus? Dir geht's gut. Und jetzt macht euch bitte sauber. Eure Cousine Zita kommt gleich zum Tee. Ui, super! Die zickige Zita? Tee? Das ist es! Was sind die lustigsten Katastrophen bei Lachen, bis es wehtut? Die mit Essen natürlich. 200 Euro, ihr gehört schon mir. Das finde ich sehr schön von dir, Henry, dass du Zitas Besuch filmen willst. Naja, sie ist meine Lieblingscousine. Ah, sie ist schon da. Hallo, ich bin's. Komm rein, komm rein. Na sowas, du bist aber gewachsen. Eigentlich nicht. Sie meinte Peter. 1, 2, 3, und vier, wo ist fünf. Mein Henry? Komme. Henry möchte von deinem Besuch ein Video drehen. Ist das nicht süß? Oh, und ich habe nicht mal meine Haare gemacht. Action. So, ich bin fertig. Ist das aufregend? Geh einfach geradeaus. 1. Es ist einfach herrlich, hier zu sein bei meinem Onkel und meiner Tante und meinen entzückenden kleinen Cousins. Aus. Und 1 und 2 und 3 und 4. Kommt, ihr kleinen Hippos, spielt mit mir. Und 1 und 2 und 3 und 4. Kommt, ihr kleinen Hippos, klatscht mit mir. Und 1 und 2 und 3 und 4. Jetzt ist es wieder Zeit für Lachen, bis es weh tut. Papa, Henry hat einfach umgeschaltet. Was? Sei nicht so gemein, Henry. Peter darf jetzt das Programm aussuchen. Ach, Mama. Wartet, schaut. Da ist Henry. Henry ist im Fernsehen. Was für ein Pechvogel und was für eine glückliche Gewinnerin, die mir das Video geschickt hat. Laura, die 200 Euro sind schon unterwegs zu dir. Laura? Laura? Lass mich runter, du blöder Affe! Henry, sei doch mal ruhig. Ja? Ja, wir werden da sein. Haben Sie vielen Dank. Henry, jemand hat dich im Fernsehen gesehen. Und er zahlt dir 250 Euro, wenn du einen Werbespot für ihn machst. 250 Euro? Ja! Hast du gehört, Laura? Jetzt werde ich ein Star! Klingeling, Pizzen liefern wir dir. Klingeling, Pizzen bis an die Tür. Klingeling, Pizzen schmeckt nach mehr. Jeder liebt sie. Klingeling-Pizzen. Was willst du drauf haben? Ha, ha, ha.
Ach, Henry, so schlecht war es auch wieder nicht. Doch, war es. Und wisst ihr was? Ich habe es aufgenommen. Jetzt können die sich in der Schule